Ein wichtiges Argument für mich, an die Hochschule Fresenius zu kommen, war, dass ich auf der einen Seite lehre, aber auch zu gleichermaßen Forschung betreiben kann. Wir geben nicht unsere Lehre einfach, um sie gegeben zu haben, sondern wir haben ein Interesse daran, dass das bei unseren Studenten ankommt, dass sie gut im Berufsleben hinterher zurechtkommen, und da kümmern wir uns auch drum. Unterrichten bedeutet für mich Inspiration, neue Diskussionen entstehen und Gruppenarbeiten zu ganz anderen Ergebnissen führen können. Wir versuchen den Studenten zu ermöglichen, dass sie hinaus in die weite Welt gehen können, dass sie überall auf der Welt studieren, in Sydney, in New York, in Shanghai, und dort Lebenserfahrungen und andere Bildungsinhalte sammeln. Meiner Meinung nach ist die Hochschule Fresenius dadurch geprägt, dass sie einen sehr außergewöhnlichen Unternehmergeist hat und auch viel Freiraum bietet für die persönliche und gestalterische Entfaltung. Die Hochschule Fresenius ist ein toller Ort, an dem auch viele hochmotivierte Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Leben und Lernen zu gestalten. Zukunft ist die Welt von morgen, und ich finde, es ist essentiell wichtig, dass die jungen Leute eine gute Bildung haben, um in dieser neuen Welt zu bestehen. Zu unterrichten bedeutet für mich, das Feuer, das in mir brennt, auch in anderen zu entfachen. Vielleicht darf ich dann in der Zeit, in der ich hier bin, meinen kleinen bescheidenen Beitrag zu 170 Jahren Bildungstradition leisten, das Ganze ein paar Jahre weiter nach vorne zu bringen. Hochschule Fresenius. Zukunft ist, was wir aus uns machen.